Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ihr habt sicherlich schon in meinem Action Haul gesehen, dass ich mir die Glitter Alkolinks gekauft habe. Und normalerweise arbeite ich ja mit den Alkolinks von Ranger oder von Tim Holtz. Und ich wollte einfach mal den Test machen, ob die vergleichbar sind und ob man damit genauso tolle Ergebnisse bekommt wie mit den Marken-Alkolinks. Genau. Ich zeige euch einfach mal ein paar Ergebnisse, die ich halt mit den Alkolinks gemacht habe. Dazu hatte ich auch ein Video gemacht. Das kann ich euch eventuell auch mal unten verlinken. Das ist halt jetzt sehr, sehr Gold, Silber, Bronze lastig, sage ich jetzt mal. Aber dass ihr halt mal einfach mal seht. Ja, das sind vier meiner Karten. Und wir testen jetzt einfach mal. Als Papier verwende ich das Keramikpapier von Faltkarten. Das ist etwas günstiger als das Jupo Paper, und aber genauso gut. Also die Ergebnisse sind super. Vor allem, es hat eine 300er Grammatur und ist halt ziemlich stabil. Und das, damit kann man einfach gut arbeiten. Das wälzt sich nicht und man kann es halt hinterher auch gut auf eine Karte kleben. Ja, ich habe mir jetzt hier schon was zurechtgeschnitten. Auf Slimline-Card-Format, weil ich danach einfach ein paar Slimlines machen möchte. Und zur Not kann man es ja auch noch kürzen. Ne? Das ist ja dann auch kein Ding. Ja, also es geht halt, wie gesagt, um diese Teile. Ich werde jetzt erstmal, denke ich mal, alleine mit denen arbeiten. Dann mache ich mal zum Vergleich irgendwie mit den Farben von Ranger einfach mal ein bisschen was, versuche ich auch mal die gleichen Farbtöne zu treffen ungefähr, und vielleicht kann man dann irgendwie was mischen oder so, wir schauen mal, also mal gucken, ich bin da ganz spontan. Ja, dann habe ich außerdem hier noch einmal Blending Solution, ist ja der Alkohol, den braucht man ja irgendwie dafür, damit man gute Ergebnisse erzielen kann. Also kann man benutzen, muss man nicht zwingend. Dann habe ich auch einmal noch Alkohol zum Sprühen. Da finde ich manchmal die Effekte auch ganz nett. Und hier noch so ein Blasebalg-Ding hier. Außerdem verwende ich auch noch die Formpads hier. Oder Blending-Tools, wie auch immer. Und habe mir hier selber aus Filz einfach solche Nupsis zurechtgeschnitten. Die klebe ich da drauf, die sind genauso gut wie die Teile, die man kauft, nur halt wesentlich günstiger. Ja, und dann vielleicht verwende ich halt noch meinen Föhn eventuell, um das Ganze beim Trocknen ein bisschen zu unterstützen. Jo, das sind eigentlich so meine Materialien und wir testen jetzt einfach mal aus. Als erstes werde ich einfach mal die lila Töne nehmen. Ich habe leider nur, es gibt ja 8 Verpackungen, also 8 Packungen von denen. Kosten übrigens 2 Stück 99 Cent. Leider habe ich die blauen Türkistöne nicht bekommen. Und ich glaube, Rot fehlt mir auch. Also mal schauen. Vielleicht beim nächsten Mal oder halt eben nicht. Wer weiß das schon. So, also das ist jetzt hier das erst aus, also was ich sagen muss, wirklich sagen muss, die Teile stinken so dermaßen nach Hustensaft. Also gut, bei den anderen Alkolinks, bei denen, das natürlich, das riecht auch ein bisschen, aber weitaus weniger, meines Erachtens, da riecht halt dann der Alkohol so ein bisschen vielleicht, als diese Dinger, weil ich habe die echt aus diesen Plastikpackungen genommen. Und hier ist richtig so ein Hustensaft-Feeling irgendwie gerade. Also ich bin schon ein bisschen high, wenn man, ja, also wegen den Glitzerpartikeln muss man, wenn man die mit da drin haben will, muss man anscheinend schütteln. Genau. Ja, der Unterschied ist außerdem noch jetzt von der Flasche her, dass man hier halt so eine Pipette hat. Und bei denen ist es so, dass man einfach hier so ein,
ja, so eine kleine Öffnung hat. Jo. Weiß jetzt auch nicht genau. Ich mache es jetzt einfach mal so drauf. Erstmal ohne Alkohol. Boah, puh, das stinkt, ehrlich, das ist so pervers. Also ihr seht schon, auch die reagieren mit dem Papier. Boah. Und werden halt größer, die Kreise. Boah, ist das ist echt heftig. Ich kann ja auch mal versuchen, euch ein bisschen näher ranzuholen. Ja, so seht ihr besser, ne? Ich glaube ja. Dann träufel ich mal jetzt hier die ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von dieser Blasebalg-Geschichte. Ich träufel das halt gerne so drauf. Also die Farben an sich gefallen mir gut vom Farbton her. Es ist natürlich ein bisschen verfälscht, glaube ich, in der Kamera. Aber das finde ich schon mal nicht schlecht. Dann nehme ich jetzt einfach auch noch mal hier so ein, was ist das jetzt hier? Pink. Und es ist eigentlich so, dass die Farben, wenn man jetzt ineinander träufelt, die sich so gegenseitig verdrängen. Zumindest ist das bei den richtigen Alkoholinks oder ja, ich will nicht richtig und falsch von den Ranger Alkoholinks oder bei den Ranger Alkoholinks. So, jetzt probieren wir mal. Und tatsächlich, ihr seht das hoffentlich. Ja, das ist so dieses letzte Zewa gewesen auf meiner Rolle. Irgendwie blöd. Ja, da passiert jetzt nicht ganz so viel. So, aber jetzt machen wir einfach mal ein paar Tropfen Blending Solution drauf. Das nervt mich irgendwie, dass das so. Moment, ich rutsche mal wieder rein. Naja, und jetzt puste ich doch mal ein bisschen. Also ihr seht jetzt das, was ich als letztes drauf gemacht habe, die Farbe, die lässt sich jetzt mit dem Alkohol noch verschwemmen oder verwischen, verblenden, wie auch immer. Also nochmal quasi anlösen. Aber das jetzt hier, da passiert einfach nicht mehr viel. Bei den anderen Alkoholinks ist es so, dass dann doch eigentlich noch relativ viel passiert, weil man sie halt wieder so ein bisschen anlösen kann. Hier passiert jetzt einfach so nichts. Okay, ich verwende, glaube ich, noch mal ein bisschen dieses hellere. Upsala, so ein bisschen vorsichtig sein. Ich jetzt aufgelassen. Jo, dann machen wir noch mal ein bisschen. Hier habe ich einen ganz, ganz stark beglitzerten Punkt. Hier muss irgendwie, da finde ich, das sieht noch nicht ganz so. Aber man gewöhnt sich schnell an diesen Hustensaftgeruch.
Schaut mal. Ja, also der Farbton an sich gefällt mir gut, oder halt alle drei Farbtöne gefallen mir eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt hier irgendwie noch ein bisschen was Lilanes, glaube ich, noch mal hinmachen. Hier auch noch ein bisschen, dass man noch so überall so ein bisschen was ist, ne? Dann gar nicht mal schlecht. Mache ich jetzt da und da noch, glaube ich, was hier zumindest von dem helleren. Hier auch. Und ich glaube, da und da werde ich mal noch mal dieses angeblich Pinke hinmachen, was ich aber jetzt. Also das mit dem Glitzer, ja, man müsste theoretisch jedes Mal wieder neu schütteln, wenn man die ein Momentchen stehen gelassen hat, weil der Glitzer setzt sich doch direkt wieder unten ab. Boah, jetzt habe ich ein bisschen mega viel Alkohol genommen. Das passiert mir öfter mal. Jetzt mache ich Folgendes, weil das gibt nämlich auch immer einen sehr schönen Effekt. Ich nehme jetzt hier so ein, ich mache es mal hier so ein bisschen so ein Schwämmchen. Und dann gehe ich einfach mal mit dem Schwämmchen hier so rein. Das mache ich bei den anderen auch immer sehr häufig. Probieren wir einfach mal aus, was dann passiert hier. Ja, das hat sich jetzt eigentlich nur vollgesogen. Aber das reagiert, die reagieren tatsächlich nicht so stark mit Alkohol wie die von Ranger. Ich hebe es nochmal einmal kurz an. Also es sieht jetzt eigentlich eher aus wie so eine Matschepampe. Da ist nicht mehr so hier viel zu erkennen von wegen Alkohol-Ings. Ich föhne das einmal. Naja, und das mit dem Glitzer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also so richtig schön sieht der Glitzer jetzt auch nicht da aus, ne? Weil der so sehr verdeckt ist von der Farbe. Nur hier an der einen Stelle, da sieht man den richtig, dieses Gold. Seht ihr das? Ja. Ja, und das andere sieht mehr so, naja. Nee, war, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben auch. Wir machen einfach noch mal Neues. So. Einfach mal ein bisschen Gelb überall. Dann mal hier Orange. Oh, das kriege ich gar nicht auf.
So, und jetzt mal einfach mal ein bisschen so, nur ein bisschen Alkohol noch. So, machen wir hier so ein bisschen Dorf und noch. So, und dann puste ich mal ein bisschen. Ja, so. So ganz weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also die reagieren auch wirklich nicht so wie die anderen Alkoholings. Ich habe ja jetzt hier Alkohol drauf gemacht und normalerweise müsste man da so irgendwie eine Reaktion sehen, aber richtig reagieren tun die nicht. Also ich nehme jetzt quasi nur die Farbe hier auf und es passiert einfach nichts. Wirklich das nicht. Ich zeige euch gleich mal, was ich meine, was da eigentlich passieren sollte. Ich meine, die Farben sind eigentlich so, die sind schön. Die haben einen schönen Farbton auf jeden Fall. Aber so richtig, richtig, dass da irgendwas, ja, eine Reaktion stattfindet, so wie das normalerweise bei den Alkoholinks ist, ist nicht so. Ich föhne mal einmal. So. Das jetzt mal so. Also, so. Ich muss mal einmal kurz noch ein bisschen rausgehen, glaube ich. So. Ihr seht das. Ja, und der Glitzer, der ist auch nicht wirklich vorhanden. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht schlecht, aber. So, ich zeige euch mal einfach jetzt nochmal so eine Geschichte mit den anderen. So, nehmen auch wieder ganz normal nur das Papier. So, und dann nehme ich mal hier ein schönes Pink oder Gumball und verteile das auch jetzt erstmal so. Na, das ist tatsächlich auch ähnlich wie diese Farbe da von Action, ne? So. So. Dann nehme ich jetzt mal einmal dieses Boysenberry. Ich lasse auch mal jetzt hier drauf. So, nehme ich mal noch was Helleres, Cool Perry. Ah ja, das ist eher so bläulich. Okay. Ich mache ja, ihr seht, ich mache ja nichts anderes jetzt im Grunde als bei den anderen Farben. Und da sieht man auch schon, es reagiert ganz anders innen, also untereinander. So, hier auch. Ich hoffe, ihr könnt es da. Ja, das Licht blendet ein bisschen, ne? Aber wenn ich jetzt hier das hier so reinmache, dann so. Und wenn ich jetzt Alkohol drauf mache, könnt ihr es hoffentlich erkennen, dass da halt noch einiges andere passiert. So, ich mache jetzt mal hier noch ein bisschen von
dem anderen mal mit drauf. Mal irgendwie, obwohl der Clover ist sehr dunkel. Ich glaube, ich nehme noch mal hier Purple Twilight mit dabei. Guck ich mal gerade, was könnte man dann noch nehmen? Hier. Stream. Gut, ich nehme natürlich jetzt mehrere Farben, klar. Aber ich zeige euch jetzt das auch gleich, wie ich das mit dem Tupfen meine. So, und zwar, jetzt habe ich hier wieder ein so ein Ding genommen. Hier. Ich mache jetzt hier auch wieder einfach nur so Alkohol drauf. So, und jetzt achtet mal wirklich drauf. Ich mache es auch mal ein bisschen näher. So, was dann passiert, seht ihr das? Das reagiert richtig. Ich hoffe, ihr könnt es wirklich erkennen. Gut, jetzt ist natürlich das Stream, also dieses Türkis, sehr dominant, aber es passiert halt wirklich noch was. So, jetzt habe ich natürlich hier den Rand so. Werde ich jetzt allerdings noch mal ein bisschen hier eine andere Farbe noch mal nehmen. Ich gehe mal einen Tacken mehr raus. So. Und die kommt jetzt auch noch mal hier. Und das tupfe ich jetzt auch einfach nochmal mit den Resten, die ich so habe. So. Und jetzt föhne ich das Ganze. Obwohl, nein, ich föhne es gar nicht. Jetzt mache ich nämlich noch Folgendes, das ich ja theoretisch auch gleich habe. Ich hier nämlich noch diese Aloe, die sind so richtig deckend und im Grunde, das sind die, die ich vorhin gezeigt habe, die ich auch hier auf meinen Karten drauf habe. Seht ihr das? So. Und wenn man im Licht guckt, dann sieht das nämlich so aus. Und mache jetzt hier mal noch ein paar von denen drauf. Und tupfe die auch noch mal einfach, obwohl da mache ich noch ein bisschen Alkohol drauf. Oh, jetzt habe ich mich bespritzt. So, und jetzt tupfe ich das Ganze mal noch. So. Und das lasse ich jetzt so. Das finde ich jetzt nämlich ganz, ganz gut. Schaut mal. So, und das ist jetzt ein wunderschöner, also für mich jetzt ein wunderschöner Hintergrund mit den Alkoholinks. Ja, wenn ihr mal nämlich durch so ins Licht guckt, dann schimmert das schön und sonst hat das. Das ist jetzt ein sehr schöner. Hier muss ich unten noch mal ein bisschen am Rand
ist das sehr hellblau noch. Sehr dominant, aber so. Ja, so, und jetzt machen wir noch einmal, denke ich mal, einen mit den von Action. Und da benutze ich dann auch mal das Aloy von Ranger mit drauf. Einfach mal zu schauen, wie das dann da drauf aussieht. So, ja, leider bin ich ja, wie ich will diese ganz dunklen Farben jetzt nicht unbedingt nehmen. Silbergrau könnte man noch mal ausprobieren, schauen, wie das aussieht. So. Wird wahrscheinlich alles sehr dunkel werden, aber gut. Wir testen uns mal durch. So, dann nochmal die Farbe. Also hier auch, ne? Bei den anderen Alkoholinks ist es so, dass halt die Farben sich ineinander, also ja, so verdrängt werden. Und hier habe ich das Helle drauf gemacht. Auch vom Dunklen sieht man eigentlich nicht mehr viel, weil, ja, das ist einfach nur so da drauf, ne? Da, hier, ja, einfach nur drauf. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen das zu verteilen. Fairerweise muss ich natürlich auch noch mal jetzt hier ein bisschen Alkohol drauf machen. Ich hoffe nur nicht, dass das jetzt gleich alles irgendwie nur braun wird. So, dann hatte ich ja mir so Nupsi genommen und ja, das so verteilt. Eigentlich habe ich ja da bei dem... Bei dem anderen hatte ich ja dafür Türkis genommen. Ich nehme jetzt einfach dieses hellere, weil ich hoffe, dass ja, es nicht noch dunkler wird alles. So, das verteile ich jetzt mal. Also. So, okay, schlecht finde ich es jetzt nicht. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, dann einfach um das Ergebnis nicht noch, also jetzt nicht noch zu ruinieren oder so, mache ich jetzt hier einfach halt ein paar Tropfen von dem Aloe drauf. Und aber jetzt, guck mal, das nimmt irgendwie nicht so gut das an. Weiß ich nicht, was das jetzt hier ist. Ich mache jetzt nochmal hier Alkohol drauf. Ah ja, doch, jetzt. Ja, aber es verläuft nicht, diese Teile. Seht ihr das? Das ist irgendwie, das geht nicht so über. Erst wenn man das so ein bisschen mehr verwischt. Also es geht auch, aber es ist halt irgendwie, macht es auf die anderen drauf tropft. Und ich habe ja auch ganz normal da Alkohol drauf gemacht und so, ne? Ich habe jetzt eigentlich nichts anderes gemacht. Na gut, hier die Ecke machen wir nochmal hier und die andere. So.
Ja, teilweise sind wirklich so größere Stellen da, die nicht so ganz, aber so. Moment, die Ecke muss ich auch noch mal eben kurz machen, bevor das getrocknet ist. So, und das ist jetzt das Ergebnis. Ja, es ist halt sehr überdeckt halt jetzt, aber so, und zum Vergleich mein anderes. Also ich weiß nicht, wie. Ich gucke es mir mal so ein bisschen genauer an. Ja, wenn man jetzt es nicht weiß. Aber ich finde irgendwie, ich habe ja eigentlich wirklich nichts anderes gemacht. Hier drauf. Also das wird irgendwie trotzdem anders. Ich weiß nicht warum oder was ich jetzt an. Also. Es sieht halt irgendwie anders aus. Ne? So, weiß nicht. Ja, ich habe halt eigentlich ganz normal den Alkohol benutzt. Aber hier. Ja, vermutlich, weil die andere Farbe, also die von Ranger, einfach nochmal unten drunter reagiert mit dem Alkohol. Und hier ist es so, wenn die einmal trocken ist, da passiert halt dann von der Reaktion nicht mehr so viel. Ja. Macht zumindest so den Eindruck. Naja, aber mein Fazit, also dieses Glitzerzeug, das kann man sich eigentlich sparen. Also wenn man sowieso nicht schüttelt, dann bleibt das Glitzer meistens sowieso unten drin. Und ja, dadurch, dass das Aloe jetzt noch nicht trocken ist, kann ich jetzt schlecht da drüber wischen. Aber ich hatte ja noch mal ein anderes ausprobiert. Mein erstes. Ja. Also, es geht auf jeden Fall ab. Und es ist halt sehr. Also, das Papier ist normalerweise nicht so wabbelig. Zumindest da glaube ich das. Weiß ich nicht. Ja. Das Glitzer kann man sich, glaube ich, sparen. Also, das muss man nicht da sich da rausdrücken irgendwie. Das andere, die Farben sind schön. Also, an sich. Aber sie sind halt hier nicht so ganz so wie die von Ranger. Oder es gibt ja auch welche von Marabu oder sowas. Die sind auch genauso gut. Ja, also es ist doch ein bisschen anders. Irgendwie. Und ich habe auch gefühlt, also irgendwie finde ich, das Papier hier mit denen ist irgendwie so. Ach, ich weiß auch nicht, ob ich mir das jetzt so einbilde. Das macht irgendwie so ein. Jetzt so einen labbrigeren Eindruck, als wäre das so extrem da reingezogen und das irgendwie jetzt, weiß nicht. Naja, auf jeden Fall finde ich persönlich hier bei den von, bei dem Ergebnis ist auch das Aloe halt ein bisschen schöner drauf. Und hier habe ich ja nichts anderes gemacht und das sieht einfach ein bisschen anders aus. Weil es unten drunter halt dann nicht mehr so reagiert. Ne? Aber mein Fazit, also für 99 Cent kann man das auf jeden Fall machen. Allerdings finde ich persönlich, wenn man jetzt mit denen hier an, wenn man jetzt denkt, ach ja, ich will auch mal gerne Alkoholinks haben und ich möchte nicht so viel Geld ausgeben und probiere das mal mit den günstigen und man sich dann hinterher wundert, warum man denn nicht die gleichen Ergebnisse bekommt wie vielleicht andere Leute, die dann ihre Ergebnisse im Internet zeigen. Und dann ärgert man sich irgendwie und denkt, naja, ich kann das irgendwie nicht, ich bin zu blöd dafür oder so. Da muss man tatsächlich Abstriche machen. Also mit Alkoholinks, das ist einfach eine Zufallssache. Und ja, viel Können, finde ich, ist da jetzt nicht bei. Man muss halt klar ein bisschen üben oder so. Aber im Großen und Ganzen braucht man halt nur gutes Papier und man muss halt einfach austesten. Ja, wie gesagt, also man kann es ausprobieren, man kann sie auch benutzen, diese Farben hier. Aber wenn man wirklich richtig, richtig tolle Ergebnisse haben möchte, finde ich doch noch, sollte man halt ein bisschen sparen und sich die Farben von Ranger oder halt von Marabu oder was weiß ich, von was holen. Als ja, hier,
eventuell dann und dann vielleicht dran zu verzweifeln, weil es nicht so aussieht wie bei anderen. Ja, das ist so mein Eindruck. Und vor allem, sie stinken. Also mein ganzes Zimmer stinkt hier nach Hustensaft. Und ja, ich trage eigentlich keine Maske, wenn ich mit den Alkoholinks arbeite, weil ich habe das Fenster auf und naja. Aber wenn ich hiermit arbeite, weiterhin mit den Action-Dingern, sollte man da wirklich mal drüber nachdenken. Ja, im Großen und Ganzen, man kann sie kaufen, man kann auch eigentlich schöne Ergebnisse damit erzielen, aber halt andere Ergebnisse als mit. Oder nicht so gute Ergebnisse, will ich jetzt mal sagen. Meiner Meinung nach beruht ja alles auf meiner Meinung oder meinem Test als mit den anderen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Es ist, glaube ich, sehr lang geworden. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne kreative Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.